Was ist in Cubase eigentlich der Unterschied zwischen linear und musikalisch im Inspektor? Das Ganze zeige ich anhand von zwei Beispielen und wir fangen mal groovy an. Wir haben hier drei Tracks, Piano, Bass und eine Kick auf 120 BPM und das stellen wir jetzt mal auf 130 BPM und hören jetzt mal rein. Ja, also groovy klingt das Ganze gar nicht mehr. Irgendwie ist die Kick verschoben, der Part. Wir sehen, der fängt auf einmal später an. Naja, schiebe ich den nochmal wieder an die richtige Stelle. Und wir können sehen, dass auf einmal das Event mit der Kick irgendwie oder der Clip mit der Kick auf einmal länger geworden ist. Naja, lassen wir es mal ablaufen. Ja, also es passt hinten und vorne nicht mehr. Ich gehe mal auf die Ursprungsanstellung zurück und wir gucken uns mal die einzelnen Parts an. Piano hat links im Inspektor die Einstellung musikalisch, der Bass auch musikalisch und die Kick ist auf linear. Solange ich jetzt einfach nur bei 120 BPM bleibe, ist das völlig okay, aber bei einer Tempoänderung, da macht das dann einen entscheidenden Unterschied. Bin ich auf musikalisch, dann bleibe ich immer auf der Taktposition. Wenn ich jetzt das Tempo ändere, dann ist dieser Takt natürlich später auf einem anderen Timecode. Also wenn ich sage, ich bin nicht bei 120 BPM, sondern 130 BPM, dann kommt dieser Takt natürlich früher. So, das kann mir ziemlich egal sein, wenn ich sage, dieses Event oder dieser Clip soll immer bei Takt 3 abgespielt werden. Und das betrifft alles. Wenn ich jetzt aber das Ganze hier nicht auf musikalisch stehen habe, sondern auf linear, dann ist nicht die Taktposition wichtig, sondern der Timecode. Und jetzt füge ich nochmal ein anderes Lineal hinzu. Wir haben jetzt hier oben nämlich die Takte und Zählzeiten. Ich füge noch ein Lineal hinzu und da nehmen wir jetzt mal den Timecode. Und jetzt können wir bei dem ersten Part sehen, bei dem Piano, das fängt immer bei Takt 3 an. Und jetzt wollen wir mal gucken, auf welchem Timecode. Das ist 1 Stunde, 2 Sekunden und 13 Frames. Also nehmen wir mal 2:13. Und die Kick, die fängt momentan auch bei Takt 3 an, ist aber linear und fängt natürlich auch beim selben Timecode an. Jetzt ändere ich mal das Tempo. So, und wenn ich auf die Kick gehe, dann hat die zwar auf einmal eine andere Taktposition, ist nämlich weiter hinten, aber wenn ich mir jetzt den Timecode anzeigen lasse, sehen wir immer noch 2 Sekunden und 13 Frames. Anders ist es jetzt beim Piano. Das fängt nicht mehr bei 2 Sekunden und 13 Frames an, sondern früher. Klar, ich habe das Tempo ja erhöht. Dann sind wir bei 1 Sekunde und 25 Frames. Allerdings hat das Piano immer noch die Taktposition beibehalten. Und was jetzt natürlich auch noch ganz wichtig ist, wenn ich jetzt das ganze Tempo ändere, machen wir das nochmal, dann verschiebt sich nicht nur der Anfang von dem Clip, sondern in dem Clip hier drin habe ich ja auch die einzelnen Kicks. Und auch die sind gebunden an den Timecode. Deswegen hat es vorhin auch so komisch gehakelt, dass ich die Kick wieder an den Takt 3 geschoben habe. Aber innerhalb des Clips hat sich ja auch alles verschoben. Und jetzt kann man sich fragen, ja, was soll das denn? Warum soll ich überhaupt hingehen und soll irgendwas an den Timecode verschieben? Ich möchte doch hier Musik machen und nicht sonst. Und das zeige ich an einem anderen Beispiel. Wir haben hier einen kurzen Ausschnitt aus einer Planetariumshow und wir haben hier zwei Sachen. Wir haben nämlich Musik, wir haben die Strings und dann haben wir noch Soundeffekte und das hören wir uns mal kurz beides zusammen an. Musik.
wir haben hier im Bild so einen kleinen Flug durch ja, ein Planetenloch oder was das ist. Und da habe ich jetzt mal zwei Sounds draufgelegt. Die klingen beide zusammen so. Und jetzt haben wir die beiden Sounds einzeln. Also wir haben einmal einen Sound, der einen so ein bisschen da reinzieht. Und dann gibt es noch so eine Art kleiner Hit. So, bis dahin soweit so gut. Und diese beiden Audio-Events, die habe ich jetzt auch auf musikalisch gestellt. Hat ja gerade den Eindruck, dass das besser ist. Und die Strings, die sind natürlich auch auf musikalisch. Okay, und jetzt merke ich irgendwie, das Tempo von den Strings, das kann vielleicht ein bisschen zu schnell sein. Ich mache es mal vielleicht ein bisschen langsamer. Also ich lasse es nochmal komplett ablaufen. Wer das jetzt als Podcast hört, keine Angst, gleich wird dieser Unterschied nicht nur im Bild sichtbar, sondern auch im Ton. Und jetzt wähle ich mal ein anderes Tempo und sage, komm, wir machen nicht 120, wir machen 100. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Und um es noch ein bisschen deutlicher zu machen, nehmen wir mal das Tempo 80 BPM. Und jetzt merken wir schon, ja, Moment mal, also wir hören zwar diesen Sound, aber der kommt jetzt an einer völlig falschen Zeitposition, nämlich viel zu spät. Der wäre eigentlich schon hier da vorne gewesen. Das heißt, diese Sounds kommen zu spät. Noch dazu, jetzt lasse ich nochmal die beiden Soundeffekte ablaufen. Die kommen jetzt nämlich irgendwie nacheinander. Aber nicht mehr gleichzeitig. So, was ist hier passiert? Das mit den Streichern ist natürlich okay, dass sie langsamer sind. Aber jetzt hat sich dummerweise auch das Tempo verschoben von den Soundeffekten. Ich habe das Tempo verlangsamt, also kommen diese Effekte jetzt auch langsamer. Und um das zu vermeiden, sollte ich die Soundeffekte auf linear umschalten. Wenn ich das jetzt im Nachhinein mache, wir können sehen, die Soundeffekte, die habe ich jetzt auf musikalisch. Wenn ich die jetzt im Nachhinein umschalte, passiert gar nichts. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, oh, da habe ich einen Fehler gemacht, ich schalte jetzt einfach mal um, so ähnlich wie, ich habe in der falschen Währung gerechnet, jetzt stelle ich mal von Dollar auf Euro um oder sowas. Das geht nicht, denn Cubase und Nuendo wissen ja gar nicht, was im Vorfeld passiert ist. Also zum Glück kann ich jetzt sagen, ich gehe mal auf das Ursprungstempo 120, stelle jetzt beide Spuren hier um, die Effektspuren auf linear, die Strings bleiben auf musikalisch. Jetzt höre ich nochmal in das Original rein. Das passt. Jetzt stelle ich das Tempo um auf 80 BPM. Jetzt passiert natürlich Folgendes. Jetzt kommen die Strings auf einmal viel zu spät. Ist erstmal egal. Wir hören uns jetzt mal die Effekte an. Die sitzen jetzt immer noch an der richtigen Stelle. Und jetzt kann ich hingehen und kann sagen, alles klar, meine Streicher, die packe ich jetzt auch mal hier an die richtige Stelle. Und schon ist es genauso, wie ich es haben möchte. Übrigens gibt es musikalisch und linear nicht nur bei Audiotracks, sondern das haben wir jetzt auch zum Beispiel bei den Markerspuren. Und jetzt kann man sich fragen, Moment mal, wo ist das denn bei den Markerspuren? Das sehe ich hier im Inspektor überhaupt nicht. Völlig richtig, das sieht man hier in der Spur
selber. Wenn man das nicht sieht, jetzt kann ich es gerade nicht sehen, dann muss ich die Spur nach unten ein kleines bisschen aufziehen. Und jetzt kann ich hier sehen, aha, ich kann das Ganze umschalten von musikalisch auf linear. Wenn ich jetzt eine Songproduktion habe, dann würde ich die Marker eher auf musikalisch setzen. Wenn ich jetzt die Marker nutze, um zum Beispiel den Refrain zu markieren und nachher das Tempo ändere, dann bleiben die so. Wenn ich aber die Markerspur nutze, um vielleicht mir irgendwelche Cues im Film zu markieren, dann wäre linear die bessere Wahl. Und es gibt noch etwas, wo das wichtig sein kann, nämlich wenn ich eine Gruppenspur habe. Und jetzt kann man sagen, hey, mit mal auf einer Gruppenspur, da habe ich doch gar nichts drauf. Kein Event, aber auf einer Gruppenspur kann Automation sein. Und auch das zeige ich mal hier. Ich habe jetzt eine Automation. Ich zeichne einfach mal eine Lautstärkenautomation ein. Das Ganze ist jetzt hier auf musikalisch. Und wenn ich jetzt umschalte auf 120 BPM, ändert sich hier überhaupt nichts. Das wäre jetzt also, wenn ich in der Musikproduktion bin. Wenn ich aber das Ganze umschalte auf linear und ändere das Tempo von 80 auf 120, dann sehen wir, Moment mal, die Automation, die fängt ja zu einer anderen Zeit an und geht jetzt auch nicht mehr über einen Takt, sondern wesentlich länger, weil sich jetzt die Automationspunkte nach dem Timecode richten. Also auch hier ist es mega, mega wichtig. Und wir kommen zum dritten Punkt. Dabei lieben Gruß an den Marco, der darauf hingewiesen hat. Jetzt habe ich hier die Videospur und das Video fängt jetzt bei Takt 1 an. Ich ändere das Tempo. Ui, und jetzt fängt das Video vor Takt 1 an. Alles klar, wir ändern das Ganze wieder und setzen jetzt mal den Modus um hier von linear auf musikalisch. Aber Moment mal, das geht ja gar nicht, weil wir hier gar nicht diese Umschaltmöglichkeit haben. Also es gibt keinen Button. Ja, dann versuchen wir doch mal, das Ganze zu sperren. Ich kann also das Video überhaupt nicht mehr bewegen. Wunderbar. Und jetzt ändere ich das Tempo. Zack, ich habe schon wieder dieselbe Verschiebung. Das heißt, dass das Video immer automatisch auf den Timecode fixiert ist und nie anhand einer Taktposition. Wenn man nicht weiß, mit welchem Tempo man jetzt anfängt und vielleicht nicht nur die Videospur hat, sondern unten drunter noch andere Spuren, da ist vielleicht ein Audiofile noch mitgeliefert worden, AF und so weiter und so fort. Das könnte ein bisschen nervig sein. Gibt es einen kleinen Trick. Wir fügen jetzt eine Spur hinzu, und zwar eine Tempospur. Dann gehen wir jetzt oben auf die Tool-Leiste, wählen Time Warp, Raster manipulieren aus. Und setzen jetzt hier genau bei Takt 1, wo der Film anfängt, einmal mit einem Mausklick ein Warp-Marker hin. Das ist jetzt eigentlich nichts anderes als ein Tempo-Marker. Also jetzt hier habe ich einen Tempo-Change. Und jetzt kann ich auch hier wieder die Funktion Time Warp ausschalten. Jetzt bin ich auf dem Tempo 120. Wunderbar. Wenn ich jetzt hier das Tempo ändere ab Takt 1, sagen wir, jetzt wähle ich wieder die 100. Alles wunderbar. Oder 80. Jetzt bleibt nämlich hier der Film immer auf Takt 1, weil ich alles, was vor Takt 1 kommt, immer im selben Tempo habe. Kleiner Bonustipp, man kann auch einstellen, auf was neu erzeugte Spuren eingestellt werden. Wenn ich in die Programmeinstellung gehe und Bearbeitungsoption, dann sehe ich auf der rechten Seite Standardzeitbasis für Spuren. Kann ich entweder immer auf musikalisch stellen oder auf zeitlinear oder Einstellung der primären Anzeige im Transportfeld übernehmen. So, machen wir einfach mal. Und jetzt habe ich hier unten meine primäre Zeitbasis. Also nicht das, was ich jetzt hier oben sehe im Lineal, das ist jetzt gerade gesetzt auf Takte und Zielzeiten, sondern was ich hier unten im Transportfeld sehe. Ich erzeuge eine neue Spur, eine Audiospur und wir sehen, die ist jetzt auf linear, weil meine Zeitbasis hier unten auch linear ist, Timecode. Jetzt ändere ich das, gehe auf Takte und Zielzeiten, erzeuge eine neue Spur und egal was es ist, zack,
ist das Ganze gesetzt auf musikalisch. Das war ein kleiner Hinweis, was der Unterschied ist zwischen musikalisch und linear. Wenn dir das Ganze geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Vielleicht hast du noch den ein oder anderen Hinweis. Dann schreib mir noch super gerne einen Kommentar. Wenn du das Ganze nicht nur sehen, sondern auch hören möchtest, dann empfehle ich dir den Podcast Filmmusik und Sounddesign überall auf Apple Podcast, Google Podcast und so weiter, Spotify. Link findest du in der Beschreibung. Und wenn du dich mit anderen Leuten austauschen möchtest, dann komm doch in die Facebook-Gruppe Filmmusik komponieren und Sounddesign. Bis zum nächsten Mal. Ciao!